Willkommen zu einem Projekt der ERTA Deutschland über originale Blockflötenmusik. Wir widmen uns in diesem Jahr gemischten Trio-Besetzungen und haben heute ein Stück mitgebracht der seltenen Art. Also es wird äußerst selten gespielt von Maximilian Josef Leidesdorf, komponiert etwa 1815. Weshalb es so selten gespielt wird, liegt nicht etwa an seiner Qualität, sondern an der äußerst seltenen Besetzung. Und wir möchten dieses Stück namens Lago und Rondo ganz spielen, allerdings in verschiedenen Teilen und dabei verschiedene Flötenarten vorstellen, nämlich so, wie es damals geklungen hat auf Originalinstrumenten und dann eben, wie es heute spielbar wäre auf modernem Instrumentarium. Ein Trio spielt man natürlich nicht allein und ich habe mir dafür Verstärkung geholt. Hier neben mir Peter Thalheimer und Eva Pretorius. Und wir stellen mal die Instrumente vor. Ich sagte ja schon, das ist ein Chakan aus dem Jahr 1815. Was haben wir denn da? Das sind zwei Flauti d'Amore. Das sind Traversflöten mit mehreren Klappen aus dem 19. Jahrhundert. Sie unterscheiden sich von den normal gestimmten Flöten dadurch, dass sie eine große Terz tiefer gestimmt sind und damit genau eine Oktave tiefer als der Chakan. Und die beiden Instrumente wurden gebaut von Stefan Koch in Wien und von Kleinert in Breslau. Dann hören wir mal, wie das tut. Wir spielen den Anfang, die Introduktion und das erste Thema des Rondos auf diesen Instrumenten und wechseln dann zu anderen Klangfarben. Viel Vergnügen! Thank you.
Den zweiten Teil des Rondos spiele ich auf einer Kopie eines Chakans. Wir haben am Anfang aus der Werkstatt von Franz Schöllnast ein Original gehört und 5 Generationen später hier eine Kopie von Bernhard Mollenhauer, dessen Urahn genau in dieser Werkstatt gelernt hat. Mal sehen, ob man einen Unterschied hört zwischen beiden Instrumenten. Den dritten Teil des Rondos spielen wir auf modernem Instrumentarium. Und um das hinzubekommen, können wir Instrumente verwenden, die im Grunde einen Halbton tiefer gestimmt sind als das, was wir zuvor gehört haben. Wir erhalten das Griffbild, benutzen in diesem Fall statt Instrumenten in Ass Instrumente in G, also eine Altflöte in G und Altquerflöten ebenfalls in G gestimmt. Und zwar ein gebogenes Instrument und ein gerades Instrument, aber im Prinzip ist es genau die gleiche Lage. Viel Vergnügen! Den Schluss des Rondos spielen wir jetzt in der wohl gängigsten Besetzung heutzutage. Während die Besetzung vorher in G nicht unbedingt die alltäglichste ist, kennen wir aber alle Instrumente in C. Wir haben hier eine Sopranflöte und eben die modernen Querflöten. Ja. Thank you.